Ja, gut. Es war Warum fährst richtig. du hoch? Ich hoch. Hättest ja gleich unten bleiben können. Ja, ich habe es nicht dran gedacht. Steht da nicht sogar noch ein KTW draußen? Moment. Mir ist so, dass nur einer draußen steht. Ja. Hi, was los? Hä? Hast gesagt, ab hier. Ah, stimmt. Ja, können wir machen. Ich frage gleich mal die anderen und dann, ja, wir wollten jetzt eh Feierabend machen für heute erstmal. Sag dem mal, wenn die die Letzten sind, dann sollen die sich uns auch bei uns melden, dass sie die Letzten, dass sie außer Dienst gehen. Ich soll Was für dir eine von Scheiße, der Kachi passt gar nicht in sagen, die Parklücke. das nächste Mal sag bitte Bescheid, wenn ihr Oh, ich hab die nur einen Meter Letzten Platz vorne. seid, also wenn ihr die Letzten seid, wenn ihr dann außer Dienst geht, dass wir Bescheid wissen. Ja. Virtuelle Garage. Oh, haben wir schon viele Autos hier. So. Dann gehen wir mal. Aber dein Auto müssen wir trotzdem vorher noch anmelden, wenn wir damit fahren wollen, weil ich habe kein Auto. Ja, fahren wir da rasch noch hoch. Geht ja relativ schnell gemacht. Ja, Jo. relativ schnell gemacht. Naja, dann lass uns hoch. Jo, ich komme gleich. Muss für die Autoanmeldung keiner mehr da sein? Nein. Es geht automatisch. Also der druckt automatisch Nummernschilder aus. Cool. So, ich funk mal eben durch, dass wir außer Dienst gehen. Sicher nicht, dass da doch immer da ist. Ja. Was? Was PD für MD, ne? PD für MD, bitte kommen. Gut, das können wir. Sag ich doch. Ach, wisst ihr was, dann komme ich. Wir gehen außer Dienst. Gute Nacht und schlaft schön. Zuck. Mein Mann hat gerade nochmal angerufen und hat gesagt, wir können gerne mal bei ihm unten am Pier vorbeikommen, bei ihm im Restaurant. Der hat da jetzt Pommes und ja. Also hat gesagt, wir können gerne mal vorbeikommen jetzt. Jo, können wir uns mal Wenn ihr Lust angucken. habt, ja. Ja, können wir uns mal angucken, wo das ist. Ja. Hat er sich selber beliefert? Ja, hat er. Er sagt, oder ist er gerade noch dabei, hat mir gerade von unterwegs aus, hat er mich angerufen. Würde ich sagen, machen wir uns mal hin, oder? Jo. Wenn ihr halt wollt, so, ne? Ja. Alles klar. Hier ist die Tür. So, jetzt kriegen wir keine Monitas mehr. Tschüss. Nee, Krankenhaus, leider nicht. jetzt kannst du abgerissen werden. Was Jetzt, denn das? ey, aber du musst dir deswegen jetzt nicht hier, ne? Hier ist immer noch Waffenverbot. Aber ich bin doch außer Dienst. Ja, trotzdem ist im Krankenhaus allgemeines Waffenverbot. Es sei denn, es kommt ein Strafgefangener. Ja. Aber ich würde auch sagen, es wäre ganz cool, wenn wir da auch so ein Medizinschränkchen in die Polizei kriegen könnten. Ja. So, das, weil da ja auch ein Raum ist und dann müssen die nicht mit denen herkommen und sondern wir kommen dahin. So. Ja, dann hätte ich gesagt, sagen wir das Miro gleich mal. Oder schlagen wir ihm das mal vor. Ja, wichtig ist, dass wir dann nachher, wenn wir jetzt hochfahren zur Eisenmine, dass wir da oben natürlich auch Rücksicht nehmen auf die anderen. Beziehungsweise auf uns selbst, weil ich habe mir sagen lassen, man fährt sehr, sehr großes Gerät dort. Ja, ein sehr großes Gerät. Ja, deswegen so ein bisschen Rücksichtnahme. Ja. Das mit dem großen Gerät gesagt hast, dann.
wusste ich, dass ich doch mitfahren muss. wollen wir erst. Das ist kein. Vampir dann und. Es ist kein Wasserwerfer. Ja, wir haben aber nur einen Fünfsitzer. Ja, er hat selber ein Auto. Ach so. Ja, ich würde es erst anmelden gehen, das Auto. Dann kann man. Oder warte mal, der Pier liegt doch mehr oder weniger dann auf dem Weg. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es jetzt gerade. Dann müsste ich hier gleich mal rechts abbiegen irgendwo. Scharf rechts. ja, mein vorne. Vorsichtig mit dem neuen Auto, ist noch nicht mal zugelassen. Echt mal. War der Riff war kacke. Mann, ich muss mich langsam rantasten. Das geht mit dem Quad besser. Du brauchst unbedingt einen Quad. Der Pier war doch jetzt dann auch irgendwo links. Das kann ich dir dann nicht sagen. Da unten war ich erst einmal. Gut, so, hier. Achso, du willst uns den Haarsalon zeigen. Ah, ist klar. Geradeaus, dann links vorne am Ende der Straße. Oh, hier vorne links. So, da wo die Knarre auf der Karte ist, heißt da. Da wollt ihr also hin. Hier jetzt wieder rechts, das ist der Pier. Ah, genau. Habt ihr schon mal was mitbekommen? Sind diese netten Symbole auf der Karte schon ein paar von besetzt? Wisst ihr was? Nee, leider nicht. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da vorne, wo jetzt die Achterbahn ist, da ist irgendwo das Geschäft von ihm. Warte mal. Geh mal ganz stark raus. Ja. What the fuck? Ach, da ist er gerade vorbeigefahren. Das war er. Trocken. Da ist es doch, glaub, oder? Ist es das? Stimmt, ja. Oh, hier sind ja viele Läden, wa? Ja, da ist es. Direkt jetzt hier rechts. Das ist es. Dein Mann hat ein Drogenmobil. Ach so, das ist das Lieferauto, stimmt. Ja, eben. Ich hab doch gesagt, er beliefert sich selbst. Guten Tag. Hallo, ein Überfall. Hallo. Liefert ihr auch was? Hey. Ja, doch. Weil. Zivilisten. Zivilisten! Weil das ist eigentlich hier verboten. Das ist nur für Beladeverkehr hier frei. Weil das ist eigentlich ein Fußgängerweg. Dort vorne ist auch nochmal eine Absperrung gewesen. Deswegen. Wir haben eine Frage. Herr Balder, Sie nehmen Ihren Job zu ernst. Sie sind gerade zivil unterwegs. Ich nehme den immer ernst. Anders als meine Kollegen manchmal. So, jetzt dürfen Sie aber kurz Spaß haben. Eben. Hey. Spaß habe ich nicht. Hier habe ich gerade auch wieder Arbeit. Ich muss mein Lager auffüllen. Achso, okay. Ach, und ich sehe gerade, der Fahrzeughalter müsst auch nochmal bezahlen, weil das Fahrzeug nicht zugelassen ist. Da wollen wir, genau, da wollten wir jetzt eigentlich hin. Aber Ihre Frau hat drum gebettelt, Ihnen ein Küsschen zu geben zu dürfen. Ja, ich wollte gerne mal wissen, was Sie von meinen Preisen halten. Das hier vorne, ne? Genau. Ja, genau. Extra für die Angler hier, damit die immer ein bisschen was Günstigeres finden und halt auch nicht ständig abhauen müssen. Mal angucken, was es hier so gibt. Wer angelt denn eigentlich? Ja, also mein Lager ist leider nicht groß, deswegen ist die Auswahl etwas kleiner. Oh, Soda und Pommes. Das Wichtigste. So, Cheeseburger und Chicken Nuggets ja auch. Genau. Chicken Wings. Gibt's auch im Menü. geil, das erste Mal Menü. Sie habe ich vorher bei noch keinem so gesehen. Was, was vorne ist, ist ein Menü oder was? Auf der linken Seite, genau. Was haben eigentlich die Symbole da oben drüber zu bedeuten? Wie gesund das ist. Ach so. Genau. Also bei der Lagergröße kann ich leider keinen Salat anbieten. Aber gut, ist 110 und 130 für Chicken Wings ist meiner Meinung nach okay. $15 für Soda, das ist extrem günstig. Ich habe es schon mal für 2 gekauft. Aber der war, glaube ich, auch falscher Preis. Ja, also die Preise sind gut, ja. Ja. Das freut mich. Gut, wir kommen jetzt öfters. Ja, mal wissen, wer das Nudelhaus gekauft hat am Penida bei euch. Das war, glaube ich, sogar der Herr Münsterland.
Nee, der gehört den Burgerladen. Ich wollte sagen, der hat den Burgerladen oben am Mirror Park. Also ich habe auf jeden Fall die Nacht jetzt viel zu tun hier. Ich muss mein Lager noch aufstocken, sonst kann keiner was holen, außer Pommes. Also nicht mit mal oben ein bisschen größere Geräte fahren. Ja, ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, ob du mit uns da oben zur Eisenmine kommen willst. Nee, das habe ich schon mal probiert gehabt, das ist nicht so meins. Also, ach, schade. Mit Lieferanten könntet ihr eventuell bei mir etwas verdienen. Uns geht's ja nicht ums Geld, uns geht's ja um Spaß. Ja, also hier das Lager hier, bei Brot zum Beispiel, gibt es dann 50% mehr zum Einkaufspreis und ja. Ich bin ein armer Mensch hier, möchte aber trotzdem was für die Angler tun. Deswegen, also ich habe von meiner Frau gehört, $28 müssen sie für Soda bezahlen. Das fand ich ein bisschen teuer, deswegen gibt es hier das für 15. Deswegen sage ich ja, das ist günstig, ja. Ja, und wenn sie angeln wollen, können sie dann dementsprechend immer hier vorbeischauen und müssen nicht extra wieder in die Stadt fahren. Wir gehen nie angeln. Ich war tatsächlich schon öfter angeln. Ohne Angelschein. Ich habe einen Angelschein. Ach so. Ach, du hast einen Angelschein, okay. Ja. Na klar, er hat auch jeden Schein, hat er auch gesagt. Genau, ich habe bis auf Flugschein habe ich bisher alle. Wo packst du die hin? Geldbörse. Ich wollte eben da bei der Tankstelle war eine große Geldbörse. Ich habe überlegt, mir die zu kaufen. Aber was mache ich dann mit der kleinen Geldbörse? Werde ich die irgendwie los? Kann ich den wegschmeißen oder so? Können Sie die überhaupt schon kaufen? Ja, war jedenfalls im Angebot drin. Wo war die? Bei einer von den 24/7 Tankstellen. Hier in der Stadt? Ja, genau, hier unten. Oh, okay. Da konnte ich selbst noch nicht rein. Irgendwo war jedenfalls eine. Ich habe auch keine große, ich habe noch die kleine. Aber ich werde mir mal die große zulegen. Also sind sicher, dass sie mit 9 Jahren Lebenszeit hier schon so eine Tankstelle kaufen können, weil ich habe da... Nein, eine mittlere Geldbeutel gab es da zu kaufen. Ach so, ach, ja klar. Und deswegen habe ich gerade gesagt, ich würde gerne wissen, ob ich den kaufen kann. Wenn ja, was mache ich denn mit den anderen? Schmeiße ich den weg oder was? Ja, da müssen sie einfach nur an die Tür vom Ladenbesitzer ankloppen, das müsste dann dort kommen. Sie haben noch einen Laden oder wie? Ich habe keinen Laden. Nee, also generell einfach an die Ladentür klopfen und der sagt ihnen, an wen er das verkauft. Also entweder brauchen sie dann, sagen wir mal jetzt 10, 20 Jahre oder 30 Jahre müssen sie hier leben, dann können sie das eventuell kaufen. Wir reden gerade ein bisschen doll aneinander vorbei. Ja, du verstehst das gerade komplett falsch. Sie möchte sich praktisch einen anderen Geldbeutel holen. Genau. Und den alten aus dem Fenster werfen, ob das so einfach geht. Das müsste gehen, ja. Der war gut. Also einfach den Geldbeutel erstmal ablegen und dann müsste das gehen. Ja, das Problem ist aber, das ist mit dem Platz, wissen Sie. Aber das kennen Sie ja selber. Ja, ich habe zum Glück einen Waffenkoffer, aber die Munition will da irgendwie nicht rein. Das kenne ich. Ist ein bisschen blöd. Ich habe jetzt nur eine Geldtasche, weil wegen den Medics immer das Geld holen und die Blut und Dings der Booster bezahlen. Also das war Not am Mann. War eigentlich jemand von Ihnen hier am Pier mal dabei bei dieser Schießerei? Nein. Weil da würde ich gern Ihren Kollegen die Warnung geben, wenn sie uns dorthin rufen und sagen, da hören sie Schüsse, dass sie nicht dann in diese Zone reingehen, weil mein Kollege Brandl hat uns zum Beispiel mitgeteilt, dass jemand neben dem Tank-Treibstofffass ganz in der Nähe stand und das war dann Sanitäter, der hätte es dann natürlich nicht feststellen, war dann dementsprechend ein Feind. Ich weiß ja schon, wer es ist. Genau. Icky und Lukas waren da zu dem Zeitpunkt. Dementsprechend am besten immer bei den Streifenwagen stehen bleiben, sonst könnten sie da auch ins Kreuzfeuer geraten. Nee, was ist denn da ab hier? Ach so, ja. Da war der Herr Wayne, der hat mal wieder, will ich mal sagen, seltsamerweise sehr viele Kugeln überlebt und uns mit einem Schuss sozusagen schwer verletzt. Herr Wayne, das sagt mir was, der Name. Kakarott. Kakarott, genau. Genau.
Also, Das ist irgendwie euer Liebling, habe ich so das Gefühl. Ja. wir hatten am Sonntag eigentlich eine Besprechung, die konnten wir dann knicken, weil der uns 4 Stunden beschäftigt hatte. Wow. Okay. Also, wie gesagt, der Herr Brandl, vorher sogar noch der Herr Blair, hatten ein paar Kugeln verpasst. Der Herr Brandl hat ein paar Mal getroffen und ich habe ihm auch nochmal 4 Kugeln verpasst. Und das hat er irgendwie alles ohne Probleme weggesteckt. Hatte der eine Schutzweste an? Nein, glaube ich nicht. Ja, selbst die hilft da nicht viel. Also, wenn sie so viele Schüsse abkriegen, dann hilft die Schutzweste da auch nicht mehr. Vor allem, wenn da auch noch Schüsse in den Kopf gelandet sind. Ja, einer war sogar bei mir aus nächster Nähe von 15 Metern, bevor er mich dann schwer verletzt hat. Okay. Da ging es um dieses Gebiet mit der, oder was? Ging es da um so ein Gebiet? Ja, ich glaube schon, das war das, ne? Aber Genau, also das Ampir. War das nicht immer so, dass sich da Polizei nicht einmischen soll, dürf? Oder irgendwie so? Da die Verfolgungsjagd dorthin ging, schon. Ach Also wir so. dürfen generell nicht bei Waffenfabriken patrouillieren oder ähnliches. Nee, nee, ich Aber dachte, wenn diese Kriege sind, diese. so Gangzonen dürfen wir rein, aber müssen dann auch damit rechnen, beschossen zu werden. Ja, deswegen. Ich weiß ja nicht, hat sich irgendeiner einer ihrer Chefs schon gemeldet in puncto, wenn sie Übungen machen, dass sie das bitte vorher mit uns abklären, dass denn wir auch Leute für sie parat haben, dass wir ihnen auch helfen können? Ja, also das wurde noch nicht kommuniziert, aber wir haben jetzt nochmal ganzen Regeln verschärft. Das heißt, dementsprechend werden diese Übungen, wenn überhaupt, dann nur in unseren eigenen Räumen, wo es natürlich kein Zivilist sehen kann, gemacht und dann auch natürlich nicht so weit, dass wir dann ohnmächtig wird. Ja, gut, aber wenn ich sag mal, wenn sie es vorher anmelden, dann ist es noch okay, noch mit Anführungszeichen. Ja, also der Herr Brandl, das ist unser Kampfsportler sozusagen, der bringt jedem von uns immer bei, wie man sozusagen ausweicht und kontert. Dementsprechend hat er das dann an diesem Abend dann nochmal dem Herrn Makarov gezeigt. Ja, gut, aber. Ja, und generell haben wir ja jetzt nochmal die internen Dienstanweisungen verschärft. Das heißt, so Taser-Geschichten wird es auch nicht mehr geben, maximal zu Übungszwecken für Rekruten, damit die mal Handschellen anlegen können, aber dafür gibt es auch noch andere Methoden. Ja. Aber da ich der Ausbilder bei uns bin, gibt es da dementsprechend keine Ausschreitung, wie ich mal sagen. Zumindest erlaube ich diese nicht, weil die Rekruten sollen ja Disziplin lernen und nicht, ja, wie ich mal sagen will, durch die Gegend tasern, so wie wir es aus Spaß dann dem Abend gemacht haben. Aber das war einmalig. Das kommt dann nicht mehr Naja, vor. einmalig. Also ihr Chef hat meinen Chef schon einfach nur, weil er die Fackel zur Tür geschmissen hat, einfach umgeschossen. Also das fand ich nicht gerade so prickelnd. Und Ja. das gehört sich einfach nicht. Ich sag mal, er hat eine Leuchtkugel geschmissen, hat so gesagt, da ist die Tür. Er darf sie ja das auch sie des Hauses verweisen. Schließlich ist es sein Bereich. Ah. Wie meinen Sie das? Ach so, Sie meinen jetzt Ja, draußen ja. im Krankenhaus? Ja, genau. Und dann hat er sich einfach umgedreht und ihn einfach zu niedergestreckt. Deswegen, das gehört einfach nicht dahin. Also, Ja, verstehen Sie? also generell haben wir uns ja komplett nochmal zusammengesetzt und der Herr Blair, auch wenn er unser oberster Chef ist, hat dann dementsprechend natürlich auch sich dann nochmal entschuldigt dementsprechend Ich und Weiß nur, dass ich habe heute mit Herrn Münsterland telefoniert und irgendeiner vom PD hat sich extrem über mich beschwert, weil ich halt das gesagt habe. Ich habe Ihnen das ja gestern gesagt, dass Sie ruhig Ihren Chef das ausrichten können, dass ich das nicht in Ordnung finde, wenn Sie sich gegenseitig. Ja, es ist halt so. ja, also wie gesagt, das wird dementsprechend nicht nochmal passieren. Die Rekruten sind ja generell darauf angewiesen. Die würden in so Fällen natürlich auch schnell wieder verschwinden, wenn sie dann gewisse Strafpunkte gesammelt haben, wenn es nicht gerade sehr harte Patzer sind. Weil Ah, sagen nein. wir mal,
mit dem Taser oder was gegen den Kopf kriegen von einem Rekruten. Das kann auch mal passieren, weil manchmal sind die dann auch nicht ganz so bei Sinn und stehen dann zu nah an einem dran. Nee, auch unser einer Kollege, der hat auch gefragt, wieso sie auf die eine Person zum Beispiel mit einer Schrotflinte geschossen wurde, obwohl der nur einen Baseballschläger hat. Ja, es ist eine berechtigte Frage. Warum nicht nur mit einem Taser? So, als Beispiel. Ja, also wie die Chefs da reagieren, das kann ich schlecht kritisieren, weil es sind ja dementsprechend meine Chefs, aber ja, ich persönlich. Ja, na klar, ich weiß. Taser rangehen, weil das ist ja keine Schusswaffe. Genau. Ja, auch die Macht, diese Person dann ganz schnell an die Handschellen anzubinden. Genau, und vor allem, also wir als Medik sehen es halt so, das Leben ist unser höchster Gut, unser höchstes Gut. Nicht? Ja, also seht ihr das auch so? Sonst werdet ihr ja nicht Medics. Dementsprechend auch nochmal beschwert, weil ich habe gesagt, ich habe einen Herzschrittmacher, der zwar für PD-Aktivitäten ausreichend ist, aber bei, wenn zu viel Strom in meinen Kreislauf kommt, dann kann dieser auch ausfallen. Okay. Nee, aber wie gesagt, so Aktionen werden sie generell trotzdem nicht mehr sehen. Das wurde auch so untereinander kommuniziert. Da super. Ich keine Gedanken mehr machen. Nein, das finde ich auch gut. Ich will aber auch nicht der Bösewicht jetzt da gewesen sein, weil ich das halt was gesagt habe, weißt du, wissen Sie? Nee, also dann könnten Sie sich ja direkt nochmal beim Herrn Blair dann dafür entschuldigen. Und ja, ich denke mal, der wird das auch annehmen, weil der ist eigentlich ein Mensch, der eher das Direkte mag. Ja, das ist so, aber ja, wissen Sie, Touren, die sind zu extrem und so weiter. Wissen Sie, wenn so ein Mann vor Ihnen steht, der so eine tiefe Stimme hat und der braucht bloß sagen, Hust, da kriege ich so, da hältst du dir was deine Klappe. Er hat eine tiefe Stimme. Finde ich. Finden Sie nicht? Also, ich, nein, ihr Chef hat so eine tiefe Stimme. So, da ist das so, okay, das ist ein Mann, da sagst du besser nichts. Sonst sagst du nur alles falsch. Ja, nee, also der Herr Blair, der hat sehr viel Humor, kann natürlich auch ernster sein, aber an sich ist er eine liebe Person, die, ja, die manchmal auch etwas... die ihn manchmal auch etwas ärgert, ja. Ich glaube, ich sag mal, klar, jeder von uns hat mal so seine 5 Minuten, jede Gruppe hat mal ihre 5 Minuten, jede Fraktion hat ihre 5 Minuten. Und das ist einfach so, auch Spaß muss auch mit auf Arbeit ab und an mal sein und das brauchen wir auch, weil sonst, ne, wenn man die ganzen Dinger immer sieht, was wir so am Tage für Unfälle und hast du nicht was für Leichen sehen, ist das halt doch gut, wenn wir doch mal ein bisschen Spaß am Leben haben. Und bei Ihnen wird es ja das Gleiche sein. Ich bin eigentlich im Dienst sehr ernst, also mir wurde halt auch kommuniziert, auch die Sanitäter und Regierung und so weiter, wenn sie nicht im Einsatz sind, bei Regierung, die sind ja eh nie im Einsatz, dann dementsprechend halt auch sanktionieren. Deswegen habe ich sie ja vorhin dann zweimal nochmal drauf hingewiesen. Wollte jetzt nicht unbedingt, dass sie was bezahlen müssen. Wieso? Wie drauf hingewiesen? Das mit dem Falschparken, was sie da gemacht hatten. Unbot, ja, Chris dann auf dem Dach gestanden hat, um zu reparieren. Da wollten wir eigentlich losfahren. Und dann hat er geschrien, halt, da ist irgendwas auf dem Dach. Und auf einmal saß er schon auf unserem Dach. Okay. Das ging schneller, als wir denken konnten. Und wir haben gedacht, der hat irgendwas vergessen oder so. Schneller, als die Polizei erlaubt. Ja, deswegen, das war halt eine ungünstige Position. Ich sag auch zu meinen Leuten immer, wenn ihr irgendwo anhaltet, mitten auf der Straße, wir haben nun mal die wunderschönen bunten Lichter, die können dann auch ruhig, dass man euch erkennt, angemacht werden, dass nicht jemand der Nächste von hinten aufkachelt. Es ist einfach so. Von daher. Ja. Dafür sind die ja da. Wir wollten eigentlich zum Erzmacher. Ja, können wir machen. Richtig. Mittlerweile ist 10:30. Ja, dann los. Flinke Füße. Erstmal müssen wir dein Auto ein. Das ist Herr
bald da. Der ist bald da. Wollte ich nicht, ich wollte Balder sagen. Ne? Nee, aber Balder, ich wollte eigentlich sagen, Balder. Herr Balder wollte noch sein Geschäft auffüllen. Boah, die heißen alle mit B, fällt mir gerade mal auf. Beide Polizei. Ja, was sind das? Das ist die B-Gang. Die B-Group. Die Boy-Group! Oh Mann! Oh. Ja, siehst du, Schatz, jetzt werdet ihr schon als Boy-Group bezeichnet. Ja, wir haben sogar mal, wenn sie das wissen wollen, gesungen. Ja. Ein Affanten, der nicht reden konnte. Da mussten wir mal singen, um ihn wach zu machen. Okay. Also ja, Boy-Group. Hört ihr den Helikopter auch? Wie bitte? Ob ihr den Helikopter? Nein, aber ich würde sagen, lass uns dein Auto anmelden und dann. Nimm mal lieber hier noch eine Pommes. So. Ja, gerne. Ja, also ihre Putzfrau kann mal ein bisschen aufräumen hier. Wenn sie die Preise in Ordnung finden, kommen sie gern wieder. Also ich finde die Preise tatsächlich gut. Ja, auf jeden Fall. Und außerdem wissen wir denn, wem wir was Gutes tun. Oh. Was haben sie gesagt? Außerdem wissen wir denn, wem wir was Gutes tun. Also. Ja, also so viel will ich jetzt auch nicht verdienen. Das Geschäft muss natürlich seine Auslagen wieder reinbringen. Aber ja. Dann eine gute Fahrt. Danke. Luna, hast du ihm gerade die Tür? Ja. Du bist ja sehr nett, Luna. Bis später, Schatz. Bis später, Peter. Komm da hinten, Luna. Wir sitzen hinten. Oh, ja. Wir sitzen sicher. Ja, hoffentlich. Ja, das hoffe ich doch auch. Denk mal, so ist der Wagen ist auch nicht mal zugelassen. Keine Unfälle bauen. Nee, fahr mal jetzt zur Zulassung. Wir fahren ja jetzt eh noch ein bisschen ein kurzes Nickerchen. Ja. Ich wollte gerade sagen, mach mal Sirene an, aber falsches Auto. Ja, leider. Habt ihr gesehen? Ja, alle vier Räder haben gestanden. Ah. Wieso war da ein Stoppschild? Ja. Ich hab. Ja, okay. Da habe ich nicht drauf geachtet, muss ich dir ganz ernsthaft sagen. Da stand auch Stopp auf der Straße und da auch. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich war ganz kurz. Ja, du bist damit beschäftigt, dass das Tacho auf 80 hältst, ja. Du bist damit beschäftigt, den Tacho auf 80 zu halten. Ja. Funktioniert ganz gut. Ja, Tempomat wäre cool, wa? Momentan funktioniert es wirklich gut. Das ist ja 80. Oh. Das war die falsche Abfahrt. Na. Gemacht. Eh nicht zugelassen. Das war. Das war der Auto. Das war der Auto, bitte. Seite. Falsche Straßenseite. Warte. Och nee, nicht dein Ernst. Guck mal, der fährt rückwärts schneller als vorwärts. Geil. Oh Mann, ey. Ich glaube, Herr Parker hat nur Idioten eingestellt. Irgendwie schon. Alles verrückte Spinner. Wir passen uns nur dem Chef an. Ja. Und das Gute ist, ja, hat ja. Meinem Auto hier drinnen gar nicht auf. Stimmt. Hallo. Geh aus, blöder Motor. Also wenn jetzt die Polizei kommt, dann dürfst du dich hier sogar abschleppen. Guck mal, der gehört zu hier, der gehört dazu. Ja, stimmt. Guck mal, den hatte ich echt überlegt, ja, den hier. Hm? Boah, den kann ich noch nicht. Den kann ich nicht. Warum haben die alle so eine ähnlichen Autos? Tatsächlich werde ich mir den dann irgendwann mal noch holen, sobald ich es kann. Sag mal, benutzen die ihre Autos eigentlich hier am Government oder sind die nur wirklich Deko, also gefühlt? Sieht fast aus, als wäre das nur Deko. Ach, stimmt, Basti schläft ja im Auto ein bisschen. Ja.
Warte mal, ist das Innenministerium? Da, 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 da. Nee, wir müssen links. Okay, ich lauf mal. Rein logisch dürfte ich dir jetzt nicht piepen. Obwohl doch, ich habe die Fingerringe mit. Keiner da. So, ist angemeldet. Grüß die. Hoffe ich. Ja, es muss gleich da sein. Diese Pieper, ne? Das ist so zum Kotzen. Ich frage mich ernsthaft, wenn wir nichts mit haben, ob der denn auch noch piept. Nee, der nicht mehr. Der nicht. Ja, aber rein logisch bist du da immer einer stehen, der uns dann kontrolliert. Ah, da diese Tür. ich habe Versicherung vergessen. Wie Versicherung? Der versichert jetzt nicht sein Auto, oder? Ach Gott, doch, glaube ich schon. Also mein kleiner Roller hat Vollkasko. Echt, hast du auch versichert? Das war automatisch schon irgendwie, keine Ahnung. Ich habe gar kein, wie gesagt, ich habe kein Auto. Ich spare, bis ich mein Dings kaufen kann. Aber den kann ich mir jetzt schon 20 Mal kaufen, gefühlt. Hast du alles geholt? Jo, Versicherung habe ich auch. Okay. Vollkasko. Super. Neuwagen. Perfekt. Muss ich nur noch irgendwie morgen mein Asea verkaufen. Ich habe Briefkasten vergessen. Lalalala. Ich habe dich noch gefragt. Hey, jetzt mal so rein interessenmäßig, ne? So von Frau zu Frau. Wie findest du meinen Mann eigentlich? Jetzt so von Charakter und so. Nee, das interessiert mich jetzt mal. Oh, er ist sehr, sehr gerade. Meinst du, sehr ehrlich? So. Der führt seinen Weg sehr gerade. Also auch wenn er außer Dienst ist, ist er trotzdem noch in Polizeidienst, verstehst du? So meinte ich das. Das ist schon immer so bei ihm. Das ist normal. Das ist halt er. Halt, stopp, ich fahre. Nö. Sebastian, gut geschlafen? Jetzt definitiv nicht. So wie du ihn rumschleuderst. Na jetzt geht's ja, jetzt los. Jetzt bin ich wieder wach. Ah, okay. Ja, der hat gerade voll gebremst, ey. Ja, davon bin ich aufgewacht. So ein Mist war auch. Mach ich das jetzt? Oder mach ich's nicht? Mach ich's nicht? Nein. Okay. Basti hat so schön geschlafen. Ey, hier drinnen wird nichts gegessen. Der ist neu. So, siehst du, ich muss erst mal gucken, wo man da hinkommt. Ah, ich hab keine Ahnung. Irgendwie werde ich gerade wirklich müde. Ja, ich auch. Quatsch. Ich bin am überlegen, ob du mich irgendwo rausschmeißt. Wir haben so lange rumgetrödelt. Ich schlafe heute Abend eh im Pillbox. Tatsächlich? Ja. Nee, aber ich werde jetzt auch langsam müde. Einfach mal 2 Uhr zu. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Kannst du uns doch am Krankenhaus rausschmeißen? Ja, wenn er mir sagt, wo? Am Krankenhaus, unser Krankenhaus. Ja, so lang, meine ich. So, Den Erzarbeiter in meinem Navi. Ja. Wieso? Ja,
Ja, noch ein bisschen kannst du. Ich will so. Der Folge. Ey, ich dachte, jetzt ist das Schild weg, ey. Nee. Ich hab mich 2 Minuten hier mit dem Auto beschäftigt, jetzt kann ich fahren wie ein Weltmeister. Ach so, alles klar. Du meinst, dass du das kannst. Naja, dafür schlitterst du noch ziemlich heftig. Das sehen wir uns ganz schön Gewicht dran. Jetzt nicht unbedingt das Drifting-Mobil. Nee. Wie gesagt, kauf dir ein Quad. Das ist fetzig. Ich hab böse Erfahrungen mit dem Quad gemacht. Ganz böse Erfahrungen. Warum? Oh nein, wir haben ein Auto draußen vergessen. Och nee. Das habe ich doch vorhin schon gesagt, ne? So, was? Tschüss! Okay, tschüss. Ich wollte eigentlich nochmal hinrennen und tschüss sagen, aber Emma sagt okay. Dann nett, dann hat er keine Lust. Ach komm, dann komm ich mir das Auto reinfahren. Ja, das habe ich auch gerade. Tschüssi. Schlaf gut, Mädels. Gute Nacht. Jo, ihr auch. So. So. Nein, die können wir auch im Kranken. Jetzt musst du ihn reinfahren. Ich wundere mich, jetzt sitzt da jemand auf meinem Platz. So, jetzt als zivile Frau. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, wenn wir hier als Zivilis einen Krankenwagen fahren. Schon, ne? Ja, wir könnten ja aber auch eine Gang haben. Eben, wir haben den Wagen geklaut. Hey, wir haben auch dasselbe T-Shirt an. Ja, stimmt, das merke ich erst jetzt. Die gleiche Frisur, das gleiche T-Shirt. Sag ich ja, wir machen eine Gang auch. Die Frisur-T-Shirt-Gang. Und die gleichen Schuhe haben wir auch. Echt? Da habe ich noch nicht drauf geachtet. Beide Schuhe. Oh, keine Ahnung, du. Ich hab irgendwelche genommen. Beide schwarze Schuhe an. Schwarzes T-Shirt, schwarze Schuhe, nur die Haare unterscheiden sich. Naja, wir sind Yin und Yang. Ja, irgendwie schon. Yin und Yang des, Dings, des MDs. Hast du? Ah, okay. Nee. Nee? Nee. Ist das überhaupt unser... Ach so, wir sind im... Ja. Weil wir nicht im Dienst sind. Richtig, ist egal. Ich packe jetzt einfach hier. Ist egal. So, ich gehe zu Teddy. Teddy wartet schon. Ich glaube, wenn ich irgendwann ein Auto habe, fahre ich sogar mal noch zu meiner Wohnung, aber... Ja, ich wohne ja immer noch bei Karl. Echt? Hat der ein Haus? Ja. Okay. Da weiß ich doch nicht. Also. Ich sag mal, ich muss erst gucken.
Ich wollte mir eigentlich mal die Häuser angucken, welches mir so gefallen würde, Ja, das eventuell. haben Lukas, Iki und ich heute gemacht. Okay. Iki wollte unbedingt ein Haus haben mit Pool. Hey, was sind das denn für geile Dinger? Ja, deswegen, ne, immer ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen. Oh, die Laterne war schon kaputt. Oh Mann, nehmen wieder die halbe Stadt auseinander. Na gut, ich sag mal gute Nacht, schlaf schön. Wir sehen uns, bis dann. Jo, ciao. So, liebe Leute, wir gehen dann offline. Bis zum nächsten Mal. Habt Spaß.